Ey yo, MTV Cribs bei Zelda, welcome to my humble abode. Solche Sachen sagen die da immer, du hast mir die Sachen nicht umgestellt, du Schurke. So. Wir haben uns in der letzten Folge für 3000 Rubine und 30 Holzdingsies hier so eine Bude gekauft und momentan ist sie noch ein bisschen, ja, zweckmäßig, ne? Wir haben aber auch kaum Kohle, aber der Bayer, der hat noch eine Quest, glaube ich. Na dann. Ui. Achso, nee, doch nicht. Das kennen wir doch alle schon, oder? Pause. Übrigens, hast du das Haus gekauft? Ja. Beeindruckend, in deinem Alter. Nicht besonderes. Also dann. Ja? Ich geh bald von hier weg. Beruflich. Du hast vielleicht schon gehört, das Bauunternehmen Yolanda plant zu expandieren. Nicht schlecht. Nichts Besonderes. Das Dorf der Zoras liegt im Norden und nur weiter nördlich davon befindet sich Akala. Weg. Ja, schon. Ein schöner Erfolg. Merci. Ja, dann muss ich langsam los. Wenn du Lust hast, schaust du bei der Akala vorbei. Bitte, mach's gut. Oh. Roll Credits. Expansionskurs, was heißt das? Weiß ich nicht. Dass man den Dummstars nach Akala. Nach Akala müssen wir eh mal irgendwann im Norden. Ja. Da wie kann ich denn jetzt hier mal Einrichtung verkaufen? Hallo, sieht aus, als wären wir fertig fürs Erste. Da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen, was? Aber ich habe das ein Gefühl, du siehst mir so aus, als hättest du noch lange nicht genug. Ha, du musst gar nichts weiter sagen. Du hast gerade ein Haus gekauft, aber es ist leer. Mhm. Ja, ich sehe es in deinen Augen. Erinnerst du dich an mich, als ich noch jünger war? Ich sag dir, was für 5000 Rubine kümmere ich mich um Möbel, die Außengestaltung, das ganze Paket. Und weißt du was, weil du es bist, fange ich schon für 100 Rubine an. Den Rest kannst du später bei mir zahlen. Na dann. Hallo, kann ich dir helfen? Bau was für mich. Was kann ich für dich tun? Maybe. Was genau darf es sein? Ein Bett, oder? Was macht dann 100 Rubine? Kannst du das bezahlen? Ich call zu ihm. Achso, ich rede. Nur Bares ist Bares. Alles klar. Cool. So, dann geht's mal rund hier. Hi. Tor da, es kann losgehen. Alles klar, Chef. Mann, bitte. Ich wollte doch nur das Bett. Geradezu perfekt, wenn ich das einmal so sagen darf. Nur möchte ich beinahe selbst eins haben. Where is it? Hol ich da oben. Ja, Gott sei Dank. Wie? Ah, endlich schlafen. Wir haben noch gar nicht gepennt, oder? Nö. Deswegen ist der auch so schwer vom Begriff. Völlig übernächtigt. Oh. Jetzt kochen. Ich schlaf. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Ja, aber du hast... Ach so. Ja, stimmt, du schläfst ja bis in der Früh, ja. Link, sei auf der Hut. Sind das jetzt eigentlich auch ein Schnellreisepunkt? Ja, immerhin dahin kann man ja hinspringen. Jo. So, jetzt kannst du dem Burm noch den Stab geben. Warte mal, ich frag noch kurz. Morgen, kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Was genau darf es sein? Tür wäre doch. Das macht dann 100 Rubine. Kannst du das bezahlen? Nur Bares ist was. Aber ich würde sagen. Nach dem Dummster musst du aber auch nochmal fragen. Oh, da steht schon wieder so ein Hammer. Mhm. Lass mich dir zeigen, was ein richtiger Zimmermann so drauf hat. Oh. Tor da. Zeig uns deine Kraft. Wow. Oh, ist klar. Gute Arbeit, wenn ich das selbst so sagen darf. Gut, das haben wir schon mal gehört. Ja! Geil. Tür auf. Und nie wieder zu. Tür zu kostet nochmal 100 Rubine. Ja gut, aber das war's dann jetzt erstmal, ne? Das nächste wird auch wieder 100 kosten. Nach Dummstar fragen. Ihn?
Ja. Und kannst du auch noch zu ihm sagen. Wenn dir langweilig ist, sorge doch dafür, dass dieser Tanz sich im ganzen Land verbreitet. Ich fange an, bereit? Oh. Neubau, Umbau, Abriss, Fassade, da. Alles ums Haus erledigt, Yolanda. Josap, da, Landa. Bauunternehmen, Yolanda. Yolanda, da, Yolanda. Ua, Ua. Moment mal, das ist doch Walk Like an Egyptian von den Bengals. Ja. Das hatten wir heute schon mal drüber gesprochen. Das ist das zweitbeste Hausbaulied nach... Bis dahin war mein Leben ohne Sinn. Dann kamst du mit deinem Bausparvertrag. Sehr gut, Daisy. Richtige Super. Energy. Super, Daisy. Also was im Norden von hier? Jawohl. Die Quelle von Ranelle. Warte mal, ich das jetzt hier als wo geht das? Ne, hier, Tagebuch und dann jetzt das hier anhake, dann müsst ihr mir doch auf der Karte zeigen, wo dieser Ort ist. Genau. Naja. Sollen wir da mal hinspringen? Wieso nicht? Da gibt es bestimmt auch noch einen Turm in der Gegend, den wir noch nicht freigeschaltet haben. Den Schrein haben wir schon mal gemacht. Vor allem kannst du da in Akala auch gleich diesen anderen Forscher suchen, den die da in dem Institut... Ah. Oh Gott, das fügt sich alles zusammen. Jetzt haben wir es gleich. Es dauert nur noch wenige Minuten, fast fertig, bis Zelda komplett im Kasten Vielleicht ist. Überredet ja Link jetzt den Doomstar, dass sie zusammen in dem Haus in Hateno einziehen. Ja, ich fände The Legend of Doomstar Breath of the Wild irgendwie besser. Stimmt, aber Doomstar nicht so eine Kindersendung im dritten mit Fritz Ebner? Ja, das war die, die dann abgesetzt wurde, weil das immer sehr dumme Kinder waren. Boah, ist das schön da. Den haben wir schon. Boah, wäre das gut. Dummster mit total dummen Kindern, die nie einen Begriff kennen. Boah, schau mal. Was denn? Das ist geil, das ist oder? Ja, da ist auch nochmal so, ein Würfelhaus. Bestimmt ist das die Zweigstelle von Yolanda. Das da? Nee, auf der Insel. Also. Die schaut übrigens aus wie das, ich glaube, 16. Loch beim in Sawgrass, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ob das Akala ist... Bin mir ziemlich sicher. Geil. Das wäre natürlich auch eine schöne Wohnung, gell? Sogar mit eigenem. Wir haben jetzt gerade schon was bezahlt, Daniel. Ja, aber du weißt doch, wie das ist. Aber vielleicht muss man hier auch das ganze Königreich kaufen und dann kann man. Wenn man so auf die 40 zugeht, dann fängt man nämlich an, da geht es nur noch um Eigenheim und nie mit irgendwas zufrieden sein, sondern danach immer nur noch mehr Gegenstände, Möbel. Ferienwohnung, Gartenteich, zweites Auto, drittes Auto. Motorrad für die Frau, Motorrad für die Kinder. Ich kenne mich da aus. So. Da ist er wieder. Domstar! Oh. Servus! So sieht man sie wieder. Wer warst du? Ich bin Domstar von Bauunternehmen Yolanda. Ich erinnere mich. Ja. Was machst du hier? Ich habe den Auftrag bekommen, hier von Grund auf ein neues Dorf zu bauen. Tabula Rasa sozusagen. Deshalb nenne ich das Dorf Tabula Rasa. Guter Name. Tja, weil ich... Mit den Baumaterialien der Firma konnte ich ein Haus errichten, aber für ein ganzes Dorf fehlt mir noch einiges. Zum Beispiel? Arbeitermaterial, Geld. Ich helfe dir. Passt schon. Du hättest dir nichts davor. Verstehe. Das wäre mir wirklich eine große Hilfe. Ach, so schwierig in den Ring. Na gut, dann zur Sache. Bevor wir Leute einladen, brauchen wir ausreichend Unterkünfte. Oh Gott, jetzt kommt der Aufbaupart. Könntest du mir 10 Holzbündel besorgen? Mit dem Material der Firma müsste die dann ein paar neue Häuser bauen können. Haben wir die Axt noch? Ja. Fuck, wir haben das den Stab nicht abgegeben. Ach so, ja gut. Ja, aber das ist mir jetzt hier wurscht, ob die Bäume da zusammengehauen Was? Werden. Aber die sind voll schön, jetzt machst du nicht. Ja, das stimmt eigentlich. Da unten ist ein ganzer Wald voll. Hochkletter und rüberflieg. Müsste es sich ausgehen. Da sind lauter versteinerte Wächter, gell? Ja, die sind kaputt, Daniel. Reg dich mal ab. Also einer von denen
auch nur im Ansatz in der Lage wäre, irgendwie auf uns zu schießen. Da hinten läuft einer. Ja, der läuft. Zwei sogar. Oh Gott. Ich habe hier eine offizielle Baugenehmigung von der Baufirma Yolanda. Das wird alles in Ordnung sein. Ausgehackt. Na toll. Wie viel wollt ihr? 10? Fuck. Bitte spreng die Bienen. Scheiße. War das nicht so, dass man sie zu jedem von den Dingern hingehen konnte und so ein Teil rausholen? Also wenn die... Du meinst denn? Was meinst du jetzt? Du bist drauf, ey. Was? Entschuldigung, wer hat denn angefangen mit den Kleinereien? Da gibt's neue Blumen, glaube ich. Ja, da kennen wir die schon. Ach, wusste ich was. Na gut. Das wäre so geil, wenn du halt jetzt mit dem letzten Ding noch einen von den Wächtern aufwächst. Was sitzt da vorne? Das ist ein Wolf? Ja. Ja. Theoretisch ist es ja überhaupt nicht schwer, gegen diese Wächter zu kämpfen. Ich muss ja nur einfach jeden einzelnen super Todeslaserstrahl mit meinem Schild parieren. Und wenn ja. ich es falsch mache, geht er sofort kaputt. So ist es. Jetzt solltest du doch schon 10 Bündel haben, oder nicht? Wir brauchen auch nur noch einen so einen Reaktorkern. Jetzt hier nochmal ein bisschen gucken. Ja, aber die kriegst du nur von Kämpfen. Du könntest dich natürlich einem von den... ja, natürlich. Ach, Scheißdreck. Das war jetzt ganz schön schlecht. Aber du hast ja deinen Selbstheilungsding noch, ne? Ich beschütze dich. Wieso kann ich den da nicht aufschalten? Ich check's nicht. Wieso kann ich da nicht aufschalten? Warum? Ja, weil ich hier irgendwie wegkommen muss. Dann beam dich weg. So geil, wenn du so im letzten Moment gegrillt wirst und dann nur noch der halbe Link ankommt. Warum ging das denn nicht? Also warum konnte ich da nicht aufschalten? Verstehe ich nicht. Wo ist denn dann dieses Akala, Alaka oder wie hieß das? So meinst du. Das ist vielleicht irgendwo hier. Da ist auch gar kein Turm in der Nähe, oder? Da. Oh, da oben. Jetzt bringen wir dem erstmal seine Holzdingsies. Rein in den Kochtopf. Servus. Hast du die 10 Holzbündel dabei?
Ja klar. Connys wird schön rum. Das war mir wirklich eine große Hilfe. Und als nächstes, ja. Ich muss diese Felsen wegbekommen, um hier etwas bauen zu können. Kannst du nicht jemanden suchen, der genug Muskelkraft hat, um diese Felsen zu zerstören? Hier ist Muskelkraft gefragt. Ein Schmolz, ein Krone wäre vielleicht erste Wahl. Es war schon ein großer Zufall, so einen zu finden. Ah, und noch was. Gemäß den Richtlinien des Bauunternehmens Yolanda muss der Name auf Da enden. Wenn du irgendwo auf der Welt solche Leute findest, dann lade sie nach Tabu Rasa ein. Also brauchen wir den Koronen mit Da am Ende. Wir sind einfach sprengen? Ich glaube nicht. Was gibt's denn für Namen mit Da? Die da. Die da. Die da, die da, die da, die da, die da. Waren wir da oben schon? War das das mit den krassen Hubschraubern? Ja, ne? Nee. Sicher? Ja. Sicher? Ja. For realsies? Ja. For cheesy manisi? Ja. Da musst du halt wieder an dem Wächtergebiet vorbei, gell? Alternativ. Von da oben nochmal herabgleiten, oder war ich hier das schon? Das ist aber das Zora-Dorf. Achso, von da meinst. Der war es nicht. Das war nämlich der in der Nähe von den Hubschraubern. Ah, es war der mittlere. Wir haben schon 7 Herzen und 13 brauchen wir fürs Masterschwert. Gottes Willen. Das heißt nur noch... Ich finde, das ist so ein Spiel, das einem die eigene Sterblichkeit vor Augen führt. 24 Schreine, dann hätten wir zumindest genug Herzen fürs Masterschwert. Wir haben noch gar keinen Schrein gemacht in der Session übrigens. Jetzt sind wir hier völlig weit unten. Ja. Also den nochmal probieren. Was dann übrigens auch die Frage ist, ob das Teleportieren genauso ist wie bei Star Trek, wo doch eigentlich genau genommen immer der Mensch zerstört wird und dann eine Kopie an der Stelle erstellt wird. Die Frage ist, ist das überhaupt das Wesen mit der gleichen Seele oder nicht? Ist es überhaupt noch unser Trottel-Link? Der Link des Theseus. So, wo sind wir jetzt? And again, jede Session hier ist auch, da wird auch mein Leben immer zerstört. Da das ist drauf. Doch das gewesen. Nein. Doch. Nein. Aber zu 100%. Schau doch nochmal rauf da. Wo fährst denn du hin schon wieder? Ja, da hoch. Ja, das ist ja der nächste Weg. Wieso läufst du nicht zum, also an den Guardians? Den, zu dem Turm willst du hin oder was? Nein. Nein. Jetzt läufst du direkt nach Mordor rein, über die Schwefelebenen von... Ja. Weiß ich nicht, Ulgor Durum. Ja, hallo, wenn der Frodo und so das machen kann. Hä, der Kumpel von Floyd, oder? Ja, genau. Das stimmt. Glutlibelle. Bestandteil von Medizin gegen Kälte. Als ob hier irgendwas lauern könnte, was uns mit einem Schlag aus den Latschen haut. So, jetzt wird erstmal geklettert. Irgendjemand hat vorgeschlagen, sobald wir die Kletterausrüstung haben, darf nur noch tirolerisch geredet werden. Selbstverständlich darf man nur noch mit dem tiroler Akzent da ankommen, aber siehst du, wer gleich einen ganz anderen Antritt da hat, wenn er da dranhängt an der Wand. Ja, aber uns fehlt doch noch ein... Muss nur der Kletter zu reden oder alle? Alle müssen so, auch die, wenn aber Kommentare... Aber du merkst doch, dass jetzt hat er den Handschuh, das hat er das Kopftuch, aber die Ausrüstung ist auch immer noch nicht perfekt. Und wenn na, du ohne gute Ausrüstung brauchst du dich den Berg gar nicht stellen. Auf der anderen Seite, der Berg macht den Mann und nicht die Ausrüstung. Und übrigens, wenn ihr jetzt gerade einen Kommentar schreiben wollt, dann müsst ihr auch extra R und CH in den Kommentaren einschreiben, sonst gilt er nicht. So. Es ist auch, du kannst ja, das siehst du am Berg ja immer wieder, die Leute versuchen sich über Ausrüstung
Aber keine Ausrüstung kann den Bergsteiger ersetzen. Heutzutage wird jeder auf den Berg raufgekarrt, der Blinde, der Gelähmte, jeder kommt auf den Everest. Kann es dann eigentlich sein, dass Bergsteiger so die Original... Ich hab den Raid noch gemacht, als er schwer war. Logisch. Sind. Und jetzt kann da jeder rauf. Der Messner beißt sich bestimmt in den Arsch, dass der das noch vor Social-Media-Zeiten gemacht hat. Bevor dann, wenn er es geschafft hat, Everest ohne Sauerstoffflasche oder so, total irre... Streamer-Kletterer oder so, schafft Wahnsinns-Run, wie ihr es nicht für möglich gehalten habt oder so. Das ist aber hier wieder der Daniel und dafür hau ich nicht. Dich jetzt. Schau mal, das sind überall diese dummen Kampfroboter. Ja, ach so, die meinst du. Ja, okay. Das macht mich völlig fertig. Da unten das sind auch überall Wächter und so eine Scheiße. Ja, guck mal, okay. Da steht irgendwer. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber da unten ist ein Schrein. Ja, da kämpft, schau mal, da kämpft wer. Aber wer kämpft da gegen wen? Komm her! Der braucht Hilfe, hilf dem mal. Oh, da ist die Akala-Festung. Dann ist da nämlich... Jetzt hab ich denn keine Waffe in der Hand? Oh, oh. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ja, die Lanze ist schnell. Die. Ja, geht doch. Bam. Der hat ein Schild fallen lassen. Oh, wer ist er eigentlich? Das ist der Avatar, oder? Nee. Nell. Danke, ich gebe es nicht gern zu, aber das Monster gerade war nicht ohne. Ich habe ja Vertrauen in meinen Können mit dem Schwert, aber dieser Kampf... Hier, als Dankeschön. Bitte nimm es an. Ein Crepe. Crepe ist voll geil, ja, okay. Gegen Crepe. Ich bin so weit gereist, um zu dieser Festung zu gelangen, so weit, und jetzt war doch alles umsonst. Puh. Hm. Dies ist die Akala-Festung. Sie wurde vor langer Zeit gebaut, als das Königreich von Hyrule in seiner Blüte stand. Die Festung wurde erbaut, um die Region Akala zu verteidigen, und man sagte, sie wäre uneinnehmbar. Doch während der großen Verheerung fiel Schloss Hyrule und die Arme von Hyrule verlor König und Prinzessin. Den Soldaten blieb keine Wahl, daher machen sie diese Festung zur Basis für ihr letztes Gefecht. Letztlich fiel die Festung durch den konzentrierten Angriff der unaufhaltsamen Wächter. Mit anderen Worten, hier wurde der Fall des Königreiches von Hyrule besiegelt. Auch einige meiner Vorfahren sollen hier ihr Leben gelassen haben. Ich wollte zur Festung gehen, um ihrer zu gedenken. Doch viel weiter als bis hier komme ich wohl nicht, da die Wächter sich immer noch hier herumtreiben. Ich frage mich, ob jemals jemand, der von einem Wächter entdeckt wurde, mit dem Leben davongekommen ist. Du scheinst mir nicht so unvorsichtig zu sein, dich von einem erwischen zu lassen, aber gib trotzdem gut Acht. Ja. Sollen wir eher mal zu dem Schrein da runter? Wo war der? Würde ich, auf der anderen Seite. Da noch, nee. Andere Seite, nee. Schau mal nach oben. Da links hinten so. Da. Da so, ja. Schau doch nochmal den Berg hoch. Da krabbelt wieder dieses Riesending da rum. Da meinst du? Jetzt hat man es gerade nicht. Gerade hat man es noch gesehen. Boah, das wird so spannend. Das wird easy. Das ist wahrscheinlich schon eine ganz schön... Da muss man sich wahrscheinlich Turm, ein bisschen oder? Vorbereiten. Ja, ich glaube auch. Aber da unten sitzt der Schrein, genau. Oder zumindest halt da noch hinfliegen schnell. Stimmt, das ist eh wieder ein Kampfschrein. Und es ist... der Jisu Kafui Schrein. Wusste ich. Nur, was es damit auf sich hat, das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Tschüss. Tschüss.